hab's schon gemerkt. Na klar, sonst würdet ihr schließlich nicht vorm Fernseher rumhängen. Und dabei ist beim Fernsehen das Vergnügen noch ziemlich einseitig. Aber was glaubt ihr wohl, was die Zukunft noch alles an Überraschungen parat hat? Kommunikation ohne Ende. 2, 3, Film ab! Weißt du nicht weiter? Weißt du mal gar nicht, wo's lang geht? Frag einfach Lexi. Sicherlich hat die ne Antwort parat. Tief im Computer, zwischen den Steckern und Kabeln, wohnt meine Freundin, ein frecher kleiner Computergeist, der Lexi heißt. Willst du übern Vulkan Wasser fahren oder schnell wieder Schall mit ins All? Warst du schon mal auf dem Mond? Sind andere Sterne bewohnt? Frag nach bei Lexi. Lexi weiß immer, wo's lang geht. Lexi hilft weiter. Wenn du grad Zeit hast, wird sie dir den Fall gerne erklären. Mensch, stellt euch mal vor, was wäre, wenn jeder Mensch zu Hause so ein Teil hätte. Hä? Wovon sprichst du eigentlich? Von einem neuen Kommunikationsnetzwerk, das es möglich macht, blickschnell Informationen auszutauschen. Da, lies selbst. Es ist der Artikel über ISDN. ISDN? Ach so, das steht für Integrierter Service Digitaler Netzwerke. Integrierter Service Digitaler Netzwerke? Ja, ganz genau. Das ist ein Netzwerk, mit dem man Zugriff auf verschiedene Dienstleistungen hat. Ach, welche denn? Hä? Nun, man kann sich zum Beispiel die Börsenkurse anschauen. Och, öde. Aber es gibt auch bestimmt Sachen, die lustiger sind. Na, das möchte ich doch schwer hoffen, denn Börsenberichte sind totlangweilig. Hör dir das mal an. ISDN soll eine prima Lernhilfe sein. Der Computer wird zum Lehrer. Wenn das die Zukunft sein soll, meine Herren, na dann Prost Mahlzeit. Vielleicht kann uns ja Lexi was darüber erzählen. Prima Idee. Das sind vielleicht zwei Vögel. Wenn die noch länger mit ihrem Computer rumspielen, wissen die bald mehr als ich. Dazu gehört nicht viel. Hallo, hallo, ihr Hübschen. Hey, grüß dich, Lexi. Ihr wollt was über ISDN wissen, oder? Ja, genau. Dann zeige ich euch heute mal was über digitale Netzwerke und ISDN. Auf geht's! Also, ISDN, das steht für Integrierter Service Digitaler Netzwerke, aber das wisst ihr ja nun schon längst. Ist wirklich eine tolle Sache. Und jetzt wollt ihr wahrscheinlich auch noch wissen, was das bedeutet, oder? Digitale Netzwerke sind dazu da, verschiedene Geräte gleichzeitig benutzen zu können. Zum Beispiel Telefon, Faxgerät, Telecomputer und Fernseher. Und das alles über ein und dasselbe Kabel, wie zum Beispiel dieses hier aus Glasfasern. Das geht dafür am besten. Durch ISDN kannst du mit deinem Heimcomputer große Datenbanken anzapfen, um beispielsweise Informationen abzufragen. In so einem Glasfaserkabel werden die Informationen in Form von Licht transportiert, stimmt's, Lexi? Genau! Zu diesem Zweck werden die Informationen digitalisiert und müssen dann vom Empfänger wieder entschlüsselt werden. Ah ja! Das wäre dann so, als ob ich Lichtsignale im Morsecode sende und mein liebes Schwesterherz sie dann entziffern muss. Mich erinnert das eher an Glühwürmchen. Die verständigen sich nämlich untereinander, indem sie leuchten. Ist kein Spruch, so machen die das. Der größte Vorteil dieser Kabel liegt darin, dass sie eine enorme Menge an Informationen übertragen können, ohne dass die sich vermischen oder verloren gehen. Und das ist natürlich ganz besonders wichtig für die Radio- und Fernsehstationen. Oder würdet ihr gerne einen Spielfilm sehen, während der Ton die Nachrichten überträgt?
Die meisten Radio- und Fernsehprogramme sendet man durch die Luft und deshalb gibt's nicht nur eine zahlenmäßige Begrenzung. Die Programme können auch leicht gestört werden. Ach so, wenn man sie aber durch ein Glasfaserkabel schickt, sind sie vor äußeren Störungen geschützt und man hat nicht so leicht Schnee auf dem Bildschirm. Guckt euch mal ganz genau dieses Kabel hier an. Das besteht aus vielen einzelnen Glasfasern. Aua! So eine Glasfaser ist nicht viel dicker als ein einziges Haar. Jede einzelne Glasfaser ist allerdings noch durch eine Umhüllung geschützt. Und wenn man ein Signal reinschickt, kommt es am anderen Ende ohne irgendwelche Verluste an. Juhu! Glasfaserkabel sind schon eine tolle Erfindung. Und eines Tages werden bestimmt unsere alten Telefonleitungen durch Glasfaserkabel ersetzt. Dann könnte man ja das Ersetzen der Telefonleitung durch Glasfaserkabel mit der Entwicklung von der Schallplatte zur CD vergleichen. Stimmt doch, oder? Ja, das ist ein ganz guter Vergleich, wie vom analogen Klang zum digitalen Sound. Ah ja, ich verstehe. Auf so einer CD sind die Klänge ja auch digitalisiert. Das heißt in einem Zahlencode. Das kommt mir irgendwie reichlich bekannt vor. Nach dem gleichen Prinzip arbeiten doch auch Computer. So ist es. Exakt. Der eigentliche Fortschritt besteht in der Digitalisierung der Informationen. Genauer gesagt durch die Umrechnung ins binäre System. Mhm. Ah, binär bedeutet, dass man alle Zahlen mit einer 0 und einer 1 ausdrücken kann. Das ist vergleichbar mit dem Morse-Alphabet und seinen Punkten und Strichen. Man könnte es auch digitale Sprache nennen. Ach ja, jetzt erinnere ich mich, im binären System wird jede Information durch eine 1 oder eine 0 ausgedrückt. Stimmt's oder habe ich recht? Ja, stimmt. Genauso funktioniert das binäre System. Alle Computer gehen nach diesem Prinzip. Manchmal habe ich wirklich eine lange Leitung. Macht nichts, kann jedem passieren. Genau. Digitalisierung gibt's heute fast überall. Zum Beispiel auch bei Uhren. Traditionelle Uhren mit ihren Zeigern und Zahnrädern gehen meistens mehr oder weniger genau. Und auf diese Art hat man seit vielen Jahrhunderten mehr schlecht als recht die Zeit gemessen. Heutzutage gibt es auch digitale Uhren. Die Zeiger wurden durch Zahlen ausgetauscht. Die digitalen Uhren funktionieren binär. Wie Quarzuhren. Tja, und diese Quarzuhren, die es heute so gibt, gehen natürlich auch eine ganze Ecke genauer als mechanische Uhren. Ein anderes Beispiel ist das Telefon mit mechanischer Wählscheibe. Verbunden mit einer Zentrale, die auch mechanisch ist. Eine Nummer zu wählen ist mühsam und langsam und klingen tut's wie eine Blechdose. Hallo? Hallo? Ey, antworte gefälligst! Sympathische Stimme. Heute hat man solche Telefone durch digitale ersetzt, wo man nur noch auf Tasten drücken muss. Und natürlich wurde auch die Zentrale digital. Wenn man telefoniert, wird die Stimme zuerst digitalisiert und dann am anderen Ende wieder umgewandelt. Und dadurch ist die Verständlichkeit der Sprache viel, viel besser als mit dem herkömmlichen Telefonsystem. Man kann auch ganz andere Signale senden, viel komplexer als die menschliche Stimme. Habt ihr eine Ahnung davon, was ich meinen könnte? Klar, du meinst Faxgeräte. Die senden doch auch über die Telefonleitung. Bravo, mein Häschen. Wir packen einfach einen Text oder eine Zeichnung in das Faxgerät und wählen die Nummer des Empfängers. Das Telefonnetz überträgt es und der Adressat bekommt so eine Kopie vom Original. Zuerst analysiert das Gerät die Zeichnung, rechnet sie dann in den binären Code um und kann sie so über weite Entfernungen senden. Aha, ich verstehe. Jetzt ist mir so einiges klar geworden. Das Geheimnis von ISDN besteht also darin, Signale in Form des binären Codes zu senden. Bravo! Gar nicht mal so schlecht, mein Lieber. Alle Achtung! Man könnte fast meinen, dass unsere gelegentlichen Treffen deine Gehirnstruktur merklich aufgelockert haben.